Ja, moin moin, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal zu Foundation, einer neuen Folge. Wie ihr gemerkt habt, im letzten Game ist mir das Spiel mal wieder zweimal abgeschmiert. Ich versuche da immer wieder gegenzuarbeiten. Ich koppe jetzt hier nebenher auch mal mein Taskmanager auf, um mir ein bisschen meine Leistung vom Rechner anzeigen zu können. So auf den ersten Blick kann ich hier nichts erkennen. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen den Rechner aufgeräumt, habe viele Programme runtergeworfen, die ich so nicht brauche oder etc. Habe da auch mal ein bisschen die Festplatten bereinigt. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit damit dran, aber genug davon gequatscht. Das interessiert euch beim Let's Play natürlich erst herzlich wenig. Aber ich denke mal, so eine Analyse, wenn ihr Probleme damit haben solltet, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo ich jetzt darauf aufmerksam gemacht worden bin, ist, dass wir den Käse tatsächlich gar nicht hier in so einem Stand verkaufen sollten, weil der in der Taverne gebraucht wird. Genauso wie das Wild. Bedeutet, wir verkaufen hier zu viele Lebensmittel. Das bedeutet, wir werden hier jetzt erstmal hingehen. Und das Ding mit dem Wildschwein abreißen, das kostet uns nämlich A, eine Arbeitskraft und B, macht es überhaupt keinen Sinn. Da stopfen wir lieber ein, wie ich gerade sehe, hier in diese Kleidungsgeschichte. Und bei, Moment, wo haben wir es denn jetzt? Ah ja, ne, hier ist jetzt alles in Ordnung. Da fehlt uns jetzt hier einer, der hier arbeitslos ist. Aber wieso können wir den da jetzt, da oben steht ja noch einer. Komisch. Es wird wieder so jemand sein, der seinen Arbeitsplatz nicht finden kann, ne? Konnte keinen Arbeitsplatz. Markthändler. Ja gut, der wird dann jetzt gleich ja wieder zugewiesen, weil wir den hier unten ja brauchen können. Zumindest hoffe ich das. Müssen wir mal gerade abwarten. Auf jeden Fall wird jetzt hier keine Sache mehr verkauft, die wir in der Taverne brauchen. Wir schauen mal hier rein. So, hier wird auch Käse und Wildschwein verkauft. Das reißen wir hier auch ab. Das kann man zum späteren Zeitpunkt nochmal neu errichten, aber hier wird es jetzt erstmal nicht gebraucht. Jetzt haben wir Wildschwein wird auch weg. Warte, wir müssen die auf jeden Fall auch dann da rausnehmen, weil sonst haben wir oben jede Menge Arbeitslose und können die nicht einfach so wieder zuweisen. So, wie sieht es hier aus? So, hier ist alles in Ordnung. Das kann man so stehen lassen. Hier sind auch 4 von 4 hier mitarbeiten. So, hier kann man einen zweiten Bärensammler mit reinpacken. Jetzt haben wir hier oben leider einen, der ist. Das ist dieser Kerl, der hier keinen Arbeitsplatz gefunden hat, ne? Wo haben wir den? Zwei neue Bewohner. Der wird uns hier jetzt leider nicht angezeigt. Ah, doch, hier ist er doch, ne? Konnte keinen Arbeitsplatz finden. So, Markthändler. Den machen wir mal zum Bergarbeiter, weil dann findet der hier Arbeit. So. Dann, hier wird gebaut. Das bedeutet, die beiden, die jetzt dazugekommen sind, die werden wir erstmal so beherbergen oder so erstmal stehen lassen. Wie sieht das hier mit dem Lager aus? Weizen kommt jetzt hier langsam rein, das ist ja eine gute Sache. So, der Hopfen, der müsste aber auch mal umgelagert werden. Da ist das Ding hier aber voll. Windmühle ist gebaut. So, da packen wir da erstmal einen rein. Ich befürchte, wir werden hier unten noch ein zweites Lager bauen müssen. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir einfach zu wenig Position haben, um unser Zeug unterzubringen. Was mir auch ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass die Fischleute immer weiter auf den See hinausfahren. Nicht, dass das hier auch eine endliche Ressource ist, die irgendwann, ja, aufgebraucht ist. Da müssen wir natürlich, ich meine, die fahren dann wahrscheinlich hier weiter den Fluss runter, aber da müssen wir mal gucken. Was wir auch nicht machen sollten, wurde mir gesagt, ist permanent die Leibeigenen zu Gemeinen befördern, weil die mehr Bedürfnisse haben und weniger arbeiten. Das wurde mir jetzt auch mitgeteilt. Da müssen wir natürlich gucken. Auf jeden Fall haben wir mittlerweile eine Zufriedenheit von 83%. Da bin ich schon mal ganz glücklich mit. So, allerdings wird es immer mehr. Und wie mir hier auch in einem Kommentar durch einen meiner Zuschauer gesagt worden ist, das Chaos regiert die Welt. Ja, das ist hier tatsächlich der Fall. Es wird ein wenig chaotisch, aber wir haben, glaube ich, noch einigermaßen hier eine gewisse Übersicht. Also ich versuche mich hier auch zu bemühen, dass das Ganze hier in der Form weitergeht, dass wir hier ordentlich mit klarkommen. So, jetzt wollen wir mal gerade gucken. Einfluss. Was haben wir hier? Bäckerei. Okay. Einfluss, Einfluss. Hier. Ja, würde ich Arbeiterschaft machen. Genau, das kann so bleiben. Zack. Speichern mal. Ja, das mit den Spielabstürzen. Oh, wir haben ein Steinvorkommen. Oh, das kommt natürlich wie gerufen. Wobei wir jetzt 46 Tonnen Stein haben. Also das ist natürlich jetzt wieder total geil, ne? Jetzt kriegen wir hier ein zweites Steinvorkommen, was super geil gelegen ist. Haben aber jetzt natürlich genug davon. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. So, wie sieht es hier aus?
zwei neue Bewohner. Also das hier, das mit dem Warenmangel durch die Klamotten, ist ein echtes Problem. Das kriegen wir einfach nicht gestillt, dieses Problem, ne? Wir haben hier unten jetzt eine neue Schafsgeschichte gebaut. Wir produzieren hier Wolle. Wir produzieren hier Klamotten. Ach, wir müssen hier auch Ressourcen. Also hier erstmal ein paar Träger rein. Drei Stück am besten. So, hier kommt jetzt auf jeden Fall Klamotte und Wolle rein. Stoff und Wolle. Können wir hier auch Wolle reinmachen? Da, Wolle. Alles klar. So, das ist das. So, was haben wir hier? Aber wir haben keinen Arbeitslosen mehr. Dann holen wir da wieder einen raus. Der eine Träger hat hier ja nicht so viel zu tun. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch was machen. So, Beeren und Wolle, alles klar. Jetzt haben wir die auch bestückt. Direkt wieder speichern, weil wie gesagt, wenn mir das... Das müsst ihr euch aus meiner Position mal heraus vorstellen. Immer wenn mir das Spiel abstürzt, muss ich alles wieder neu machen. Und sowas vergesse ich dann natürlich. Ich übersehe das. Und das ist natürlich nicht so glücklich gemacht für mich, ne? Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So, Wildschwein haben wir 76 Tonnen. Das ist gut. So, hier fehlte uns noch einer drin. Da müssen wir mal gleich mal gucken. Hier Holzerweiterung, Gastraum. So, solange wir jetzt hier keinen Arbeitslosen haben, haben wir erstmal hier 1, 2, 3 Schankräume. Das ist aber auch okay. Da sind auch alles zugewiesen. Denke mal, dass das reicht. Was wird denn da eigentlich verkauft? Also hier wird einmal Bier verkauft, hier wird Käse verkauft und hier wird auch wieder Bier verkauft. Ach nee, der Koch hier, genau. Hier wird Wildschwein, genau, hier wird Mahlzeit hergestellt aus Käse und aus Wildschwein. Das ist also richtig. Danke für den Tipp nochmal an der Stelle. Das haben wir jetzt ganz ordentlich zugewiesen. Ach so, Marktplätze wollten wir noch gucken, ob wir hier irgendwo noch Käse und Wildschwein. Hier wird auch noch Wildschwein verkauft. Das sollten wir dann auch abreißen. Also man muss es nicht gezwungenermaßen abreißen, aber ich finde, wir brauchen hier A, das Personal nicht zu verschwenden. Und B, müssen wir hier auch gucken, dass wir hier noch ein Stück weit mit der Klamotte klarkommen. Hier wird nämlich auch Wildschwein und Käse verkauft. Also da können wir eigentlich auch hingehen und denen dann diese beiden Arbeiter woanders einsetzen. Halte ich im Moment für unseren derzeitigen Mangel an Arbeitskräften für deutlich klüger. So, löschen. Beziehungsweise abreißen. Wildschwein abreißen. Zack. So, jetzt haben wir nämlich 7 neue Angestellte, die wir hier irgendwo anders verbrauchen können, wo wir die brauchen können. Wie sieht es hier aus? Peng, den packen wir da rein. So, das ist alles gut. Steine, ja, hier können wir noch einen hinsetzen. Da können wir noch zwei reinsetzen. Sehr gut. So, und dann hatten wir hier unten noch bei den Lagern hier noch ein Problem, ne? Zack. Packen wir da noch zwei rein. Jetzt haben wir immer noch zwei übrig. So. Ich würde mal behaupten, jetzt sind wir hier einigermaßen gut aufgestellt. Hier kommt jetzt auch Wolle an. Ich hoffe, dass das mit der Kleidung jetzt langsam mal besser wird. Wie sieht es hier bei dem Markt aus? Hier wird auch noch Käse und Wildschwein verkauft. Das sollten, da können wir auch noch mal zwei Arbeiter einsparen. Löschen. Abriss. Zack. Käse. Löschen. Den Waldraut. Keine Ahnung. Zack, löschen. Alles klar. Haben wir wieder zwei übrig. Dann war hier noch ein Platz frei. So, jetzt läuft das hier nämlich deutlich besser alles. So, und was ich jetzt noch machen wollte, ist mich. Jetzt geht das nämlich auch mit dem Fisch wieder hoch. Käse geht hoch, Fisch geht hoch, Brot geht hoch. Hier kann noch einer hin. Und hier sind noch gar. Oh, hier ist noch gar keiner drin. Moment, da müssen wir hier wieder einen rausnehmen. Zack. Und den packen wir dann da rein in die Bäckerei. Wird nämlich auch Brot wiederhergestellt. Und die nächsten, die kommen, müssen wir auf jeden Fall in die Mühle und in das andere Ding packen. Also in die Mühle und in die Bäckerei. Damit wir da auf jeden Fall auch vorankommen. Mühle produziert jetzt auch weiterhin. Wie sieht es mit Bier aus? Ja, das mit dem Weizen hier ist ein bisschen ärgerlich, ne? Also das muss ich ja schon ehrlich sagen. Wir haben hier 14 Tonnen Weizen, 4 Tonnen Brot. Ich weiß nicht, ob es am Lagerplatz liegt oder ob es tatsächlich an der mangelnden Produktion des Weizens liegt. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht es hier aus? Ah, hier ist eine Tonne Weizen drin. Ah, das ist echt ein bisschen nervig. Aber wir kriegen jetzt immerhin mal ein bisschen Klamotten rein. Ja, die sind aber auch direkt wieder vergriffen. Das ist mit den Klamotten. Also wie gesagt, wir haben da vielleicht den Fehler gemacht, dass wir zu schnell Leute als zu Leibeigenen gemacht haben. Also das ist wirklich vielleicht ein Problem gewesen. Das hätten wir vielleicht ein bisschen anders ansteuern sollen. Aber das ist jetzt passiert. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. Ich glaube, degradieren können wir keine.
Leute. So, hier ist ein Mönch. Was brauchen wir? 38, ja, Arbeiterschaft, ne? Volk, was wollen die haben? 50 Bretter, das können wir auch, glaube ich, direkt abhandeln. Sehr gut. So, nochmal einen Speicherpunkt raushauen. So. Warum hier oben Wohngebiet? Haben wir gar kein Wohngebiet draus gemacht, deswegen baut hier niemand was. So. Jetzt können die hier nämlich auch ihre Häuschen bauen für die, die hier arbeiten. So, da sind 3 von 3 drin. Im Steinbruch arbeiten auch 5. Kirche gebaut. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die ist sogar schick geworden, finde ich. Also für so ein Kirchengebäude, finde ich, ist es schön geworden. Steht auch da oben schön auf dem Berg, auf dem Berg. Hier unten, die ist nicht so schick, aber die erfüllt halt voll ihren Zweck, ne? Und hier das Ding erfüllt auch seinen Zweck. Das läuft eigentlich, glaube ich, ganz gut. Kann man hier eigentlich eine zweite Küche zuweisen? Geht das? Oder ist das, Verkaufsticket, Gastraum? Nee, also man kann hier Schankwart zugewiesen in Steinerweiterung. Ach, wir haben ja, stimmt. Wir können eine Küche bauen und da ist eine Küche drin, alles klar. Kam ich jetzt gerade auch nicht ganz so mit hinterher. Gedanklich. Gut, ich hoffe, dass ich dann jetzt soweit alles fertig gemacht habe. Wo ihr natürlich drüber nachdenken müsst, ist, wenn ihr mir Kommentare schreibt, dann ist es schon mal so, dass ich das ein oder andere Video vorproduziert habe. Und das meint, dass ich die Kommentare dann erst immer wieder in der neuen Aufnahme umsetzen kann. Das ist immer so ein kleines Problem. Aber das wird sich hoffentlich mit der Zeit und wachsenden Zuschauern vielleicht auch ein bisschen ändern, wenn ich meine Prioritäten vielleicht ein bisschen mehr darauf setzen kann oder es mir erlaubt wird, mehr YouTube machen zu können. Das fände ich natürlich gar nicht so verkehrt. Aber jetzt gerade im Moment ist es noch ein bisschen problematisch, weil ich halt auch gucken muss, dass ich mit meinen anderen Real-Life-Bedürfnissen klarkomme, aber derzeitig funktioniert es ja so eigentlich auch ganz gut und ich hoffe, es stört euch auch nicht. Also wenn ihr einen Kommentar raushaut, geht bitte davon aus, dass 1 bis 2 Folgen dann noch dazukommen, wo ich das vielleicht noch nicht berücksichtige oder ich es per Zufall herausfinde und dann im nächsten Video, wenn es dann kommt, ich eure Kommentare berücksichtigen kann. So, hier 2 von 2. Was haben wir hier? Oh, hier ist nur einer drin. Da packt man direkt einen dazu, dann wird da mehr produziert. Ja, Brot geht jetzt langsam auch. Klamotten, Brot ist sofort wieder vergriffen. Käse auch. Aber das ist ja gut. Da wird ja die Taverne gut bedient. Gut. Also ich glaube, das haben wir im Moment, sind wir einigermaßen gut aufgestellt. Unsere Bevölkerungszahl liegt übrigens bei 181. Wir haben Neuankömmlinge 50, Leibeigene 56, Bürgerliche 70 und Bürger 5. Als nächstes würde ich gerne gucken, dass wir auf die 10 Bürger kommen, damit wir hier das Kloster bekommen und den ganzen Kram. Und hier Handelsbonus, 10 Bürger beim Königreich auf plus 40 bringen. Den Handelsbonus auf 20% ansteigen lassen. Hier können wir dann das Steuerbüro bekommen. Ich glaube, da können wir auch mehr Geld einnehmen. Weil im Moment fallen wir hier wieder im Geld. Das ist ein bisschen doof. Also da müssen wir auch schauen, dass wir da jetzt mal hochkommen. Ja, es ist ein bisschen doof gerade mit dem, was kaufen wir hier eigentlich noch massig ein? Also ich glaube, wir kaufen hier auch irgendwie ein, ne? Ja. So, wir kaufen mal hier Beeren. Beeren sind wir eigentlich gut aufgestellt. Das lassen wir mal bleiben. So, Fisch. 37, Brot. 17, das müssen wir tatsächlich so lassen. Die Werkzeuge, die nehmen wir auch mal raus. So, das heißt, hier sind wir jetzt eigentlich, hoffe ich mal, ganz gut aufgestellt. Brot und Fisch kaufen wir mal noch ein bisschen ein. Sind wir bei 17. Marktplatz. Minus. Unterhalt. 377 ist der Unterhalt für die... Nee, das ist aber tatsächlich nur für... Jetzt sind wir aber wieder im Plus. Alles klar, das läuft. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt gut läuft, dass es jetzt dabei bleibt. Wir müssen ja Geld einnehmen, anders funktioniert das nicht. Ja, also was ich tatsächlich noch sehen wollen würde, wäre womit Klamotten hantieren, weil ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt, dass wir noch eine Jagdhütte brauchen, aber da produzieren wir eigentlich durchschnittlich ganz gut. Kohle produzieren wir auch okay.
Also was wir uns mal angucken könnten, wäre, dass wir noch vielleicht ein bisschen mehr auf Klamotten setzen, weil wir dieses Bedürfnis bekommen wir einfach nicht gut gestillt. Mangel an Waren, das ist echt ein Problem. Käse, wie sieht das hier mit dem Lagerhaus aus? Also da ist gar nichts drin, okay. Käse, null. So, packen wir das mal voll. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass hier nicht genug transportiert wird. Käse 12 Tonnen. Hier, es steht 0. Also das im Buch verwalten. Also das verstehe ich auch nicht immer so ganz. Ne? Hier oben steht 0, hier steht 12 im Lager. Hier ist jede Menge Milch. Vielleicht sollten wir mal noch eine Käserei bauen. Milchhof, Käserei. Haben wir hier auch eine Käserei hingestellt? Nee, ne? Hier ist nur für Klamotte. Okay, wir bauen mal noch eine Käserei. Käserei. So. So, in der Hoffnung, dass das hier jetzt besser, also dass wir da vielleicht ein bisschen besser produziert bekommen. Also den Käse abproduziert bekommen, weil im Lager liegt hier auch Käse, jede Menge, also Milch jede Menge. Da packt man vielleicht, oh ne, nicht Mehl, Milch, so Milch und einmal Wolle. Ah ne, das haben, brauchen wir ja nicht. Käse hier vielleicht. Ne, Moment, was laber ich hier? Klamotten sind Dinger und genau, Klamotte wäre das. Hier packen wir noch Käse mit rein. Weil der hat jetzt 100 im Volllager drin. Das ist dann voll, das heißt, wir brauchen mehr Milch, also mehr Käse. Ich wechsle hier alles durcheinander. Also, in diesem Lager sind 100 Tonnen Milch. Wenn wir, das ist damit voll, das ist dann ausgereizt damit. Das heißt, wir müssten eigentlich eine zweite Milchproduktion, also eine zweite Milchablagerung hier einlegen. Also wir können mal Kühe entfernen. So, dass wir hier mal nicht so viele Viecher rumlaufen haben. Wie sieht es hier mit Wolle aus? Nur 6 Tonnen. Also wir bräuchten eigentlich mehr Wolle. Wolle müsste eigentlich deutlich mehr produziert werden, damit wir mehr Stoff bekommen. So, wie sieht das denn hier aus? 3 Tonnen, 0. Und hier ist ein Wollehof doch auch irgendwo, ne? Ja, hier. 3. Wir packen da mal mehr von den Schafen rein, dass da auch ein bisschen mehr produziert werden kann. So. Dann wurde mir tatsächlich auch noch zugetragen, dass man hier ab und zu auch Kühe töten müsste, weil die zu alt werden und keine Milch mehr geben. Das ist so eine Sache, die kann gut möglich sein. So ganz rallen tue ich es nicht, weil die müssten ja dann eigentlich auch eine endliche Lebensdauer haben und dann auch irgendwann von alleine sterben. Also hier sieht es auf jeden Fall gut aus mit der Milch. So, Stoff ist hier auch drin. Allerdings müsste man sich hier eigentlich auch um Wolle kümmern. So, Bretter, Steinblöcke, gewöhnliche Kleidung. Gewöhnliche Kleidung haben wir hier aber hoffentlich auch zugeordnet, ne? Ja, haben wir hier auch Stoff, Wolle, Wolle, gewöhnliche Kleidung, alles klar. Das hier unten mit den Aussagen raff ich auch noch nicht so ganz. Der Geruch alleine. Also scheint ja irgendwie dann doch zu viel zu sein. Vielleicht aber hier steht auch, funktioniert gut. Also das ist mir auch noch so ein Rätsel. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie viele Kühe und wie viele Schafe darf so ein Hof haben. Deswegen, also da darf mir gerne mal jemand auf die Sprünge helfen, wie es damit aussieht. Falls da jemand eine Ahnung hat. Also es sieht für mich halt im Moment so aus, als würde es einigermaßen funktionieren. Weil wir brauchen unbedingt mehr Stoff. Ich glaube, ich werde hier noch eine Wollproduktion anschmeißen und eine Stoffgeschichte. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir sonst so nicht vorankommen. Also wir müssen ja die Bedürfnisse irgendwie stillen. Fisch, also ich weiß auch jetzt gerade nicht, ob ich lieber hier oder da anbaue. Weil hier könnten wir noch Fischerhütten bauen. Da sind wir da jetzt leider voll. Wir nehmen das hier. So, bevor wir hier jetzt anfangen und uns wieder rausschmeißen lassen, speichern wir mal eben. So. So, und dann fangen wir jetzt hier einfach mal an und bauen hier eine Wollproduktion. Schäferei, genau. Ja, ne? Ihr kennt das Spielchen. Es ist mal wieder vorgekommen. Ich
werde in naher Zukunft meinen Rechner sowieso geplant umbauen wollen. Und deswegen, also ein neues Gehäuse, weil Netzteil und so, muss ich ein neues haben. Es ist nicht kaputt, aber ich würde dem Rechner gerne ein bisschen mehr Saft geben wollen. Im Moment ist da ein 850 Watt verbaut, jetzt würde ich gerne auf 1000 Watt umstellen. Weil doch sehr viele Sachen auf einmal laufen und der Rechner wahrscheinlich ein Stück weit strommäßig ausgelastet ist. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt, weil der würde ja dann komplett ausgehen. Aber im gleichen Zug werde ich den Rechner komplett platt machen und dann sehr sauber neu aufbauen. Ich hoffe, dass das dann damit erledigt ist. Das wird auch nicht mehr so lange da dauern oder Zeit in Anspruch nehmen. So, jetzt müssen wir hier die Gebäude erneut nochmal priorisieren, in der Hoffnung, dass das jetzt hier funktioniert, dass wir hier mal vorankommen. Ich hoffe, dass das dann damit erledigt ist, weil es ist im Moment echt nervig, das Spiel andauernd neu starten zu müssen. Zumindest für mich. So, hier priorisieren wir auch. Wir haben 12 Arbeitslose, da müssen wir jetzt unbedingt Abhilfe schaffen. So, ich denke mal, so bei 15 wird hier oben auch cappen. Dass wir dann dass da keine neuen kommen. Wir können hier noch hingehen und ein paar Fischerhütten bauen zusätzlich. Wir haben diplomatische Mission zurück, ab 5 gewonnen, alles klar. So, Essen. Setzen wir hier noch ein paar Fischerhütten hin. Bauen. Bauen. 3 Stück reichen erstmal. Bauen. So, weil dann werden wir hier gleich ein paar Arbeiter los. Jetzt können wir hier eigentlich auch direkt in einem Zug hingehen und die Weberei bauen. Und die Schneiderei. Ah, nee, aber nicht dahin. Moment, nicht dahin. Sonst blockiert die mir nachher wieder den Weg. So, 11 Gebäude im Bau. Das ist natürlich einiges, aber wir haben auch genug Rohmaterial dafür, wie ich gerade sehe. Oder hoffe ich zumindest. So, wir speichern nochmal. Ne, da nicht. Dahin. So. Wie sieht das hier aus? Ist zugewiesen, alles ist dafür da. Das heißt, die wird auch in naher Zukunft fertig. Lager 100 Milch. Wow. Gut, wir können mal ein paar Kühe entfernen, dass wir da einfach mal auf ein bisschen weniger Haltungskosten kommen. Ich hoffe, dass das mit Kosten zu tun hat oder zusammenhängt. So, wie sieht es hier mit Wolle aus? 0, 9, okay. Ja, die Bewohner haben keinen Bock zu bleiben, was ich verstehen kann. Ich kann die ja nirgendwo zuweisen gerade. Wir sollten da auf jeden Fall gucken, dass wir das bald mal cappen. Weil bei 15 würde ich es gerne cappen. Also, na komm, wir machen es jetzt schon. Ich werde das gleich, sobald wir hier Arbeitsplätze haben, werde ich das auf jeden Fall neu zuweisen. Lagerhaus gebaut. Das ist hier. So, hier werden wir auf jeden Fall Stoff und Wolle reinpacken. Und Klamotten. So. Ja, es ist halt auch ein bisschen ärgerlich, dass die so lange brauchen, um einen ollen Brunnen zu bauen. Ich will nicht böse klingen, also es ist wirklich nicht böse gemeint. Aber man spielt das Spiel, das müsst ihr euch mal vorstellen, wir spielen das Spiel permanent auf Geschwindigkeitsstufe 3. Was wahrscheinlich viele tun, die dieses Spiel spielen. Das ist in Anno 1800 genauso. Du spielst einfach auf einer hohen Geschwindigkeit, um schnell gewisse Sachen auch bauen zu können. Natürlich vergeht die Zeit genauso flott, als wenn du es langsam spielst, aber du hast als Endnutzer, wenn du hier sitzt und das Spiel spielst, hast du natürlich einen viel höheren Baurhythmus, wenn du es schnell laufen lässt. So, und dementsprechend muss man natürlich gucken, dass man da auch, dass man da eben auch versucht, Gebäude schnell zu bauen. Das funktioniert aber nicht, wenn solche Alleinbrunnen, also wie so ein Brunnen oder so, halt ewig lange zu bauen brauchen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, die Käserei ist auch fertig. Da können wir auch zwei reinschieben. So, jetzt können wir das hier schon wieder hochsetzen. Da können wieder neue kommen. Oh, wir sind bei Warenmangel. Nahrung. Ja, wir haben ein richtiges Nahrungsproblem. Wobei, verstehe ich nicht. Wir haben hier jede Menge Nahrung. Sieht das denn hier aus? Fisch 0. Warum 0? Muss da ein Lager gebaut werden? Ach, die haben riesige Laufwege, ne? Oh Gott. So, Logistik, Speicher. Bauen.
Schäferei gebaut. Sehr gut. Hier können wir auch einen reinsetzen. Haben wir keinen? Doch, wir haben noch. Nö, haben wir jetzt wieder Arbeitslose, die keinen Beruf haben? Warte, was hat er denn hier? Konnte keinen Arbeitsplatz. So, dann einmal Schäfer, bitte. Schäfer, Schäfer. Hier, zack. So, einmal. So, dann haben wir aber noch mehr, ne? Upsala. Ne, da wollen wir nicht hin. So, jetzt gucken wir einmal hier. Wen haben wir denn hier noch? Was brauchen wir vor allem noch? Komisch. Also hier wird einem nichts angezeigt, dass irgendwer nicht zugeordnet wurde. Aber wir können hier auch kein, Bergarbeiter. Gut, dann wird der jetzt einfach mal zum Weber. So, und dann haben wir hier doch, denke ich mal, der hier. Was mit dir? Bergarbeiter. Hä? Warum sind die denn arbeitslos? Schneider. Moment mal, hier ist aber das Ding nicht ausgegangen, oder? Ah, nein! Das Vorkommen ist weg. Deswegen, okay, wir müssen Bergarbeiter entlassen. Scheiße. Ist auch Bergarbeiter, ne? Ja, dachte ich mir. Verdammte Axt, ey. So, da müssen wir jetzt mal eben schauen. Was brauchen wir denn hier hinten noch? Da sind wir falsch. Hier müssen wir hin. So, das Lager ist voll mit Leuten. Jawohl. So, wir brauchen Weber. Weber und Schneider. Hier ist einer drin und da ist auch einer drin. So, Schafe züchten. So, hallo? Da. So, das ist ein Bergarbeiter. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Wir brauchen Schneider. So. Na, jetzt hängt der da in seinem Haus drin. Natürlich kann ich jetzt gerade keinen Zugriff drauf. Müssen mal gerade schauen. Also der müsste ja eigentlich jetzt mal irgendwann hier auch das Symbol kommen, dass die nicht mehr arbeiten können. Steht hier aber nicht. Gut, da müssen wir mal gerade gucken. So, Bergarbeiter. Hier, Bergarbeiter. So, dann nehmen wir einfach ihn hier. Oder warte mal. Arbeitsplatz zu Hause. So, hier, zack. Wo ist denn er? Ja, hier ist das Lager voll, ne? Ja, das ist Lager voll. Dann kommen hier noch mehr Steine rein. Und hier auch noch mehr Steine. So. Ich hoffe, dass das dann passt. So, jetzt haben wir noch zwei Arbeitslose, die wir hier nicht untergebracht kriegen. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Jetzt müssen wir hier schauen. Wenn das einfach so abgerissen würde, ist das echt ärgerlich. So, das müssten eigentlich die mit dem höchsten Dings sein hier, ne? Ja, genau, er wohnt da drin, alles klar. Das ist auf jeden Fall einer von denen. Bergarbeiter. Hier, Bergarbeiter Level 5, das ist er. Und den machen wir jetzt. Moment, jetzt muss ich schon mal gucken, wo brauchen wir einen? Hier, ne? Weberei. So, Bergarbeiter 5. Ist er, der wird jetzt Weber. So, zack. Der hier aber nicht irgendwie jetzt nicht antritt. Also das ist echt zum Kotzen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hat man da hinten das Problem, dass man nicht weiß, wo die herkommen. Wieso hat er hier zum Beispiel keine Wasser und Nahrung? Wo arbeitet er denn? Ach, hier, okay. Okay, dann setzen wir hier mal noch einen Brunnen hin. Oh, uns fehlt richtig Geld. Scheiße. Wir sind hier vollkommen im Minus. Moment, wie können wir das jetzt relativ zügig aufhalten? Moment, wir müssen mal gerade pausieren. Einmal speichern. So. Die
die ganzen Fischerhütten hier werden ja gerade nicht gebraucht. Ne, komm, das reißen wir mal eben ab. So, hier die Weberei. Wir brauchen halt Wolle und keinen Stoff. Wir machen das auch mal wieder weg. Ich weiß, dass mich jetzt der ein oder andere für verkloppt erklärt, aber das Problem ist, wir müssen gerade mit dem Unterhalt gucken. Milch produzieren wir auch genug. Eins weg. So, zack. Weil Milch haben wir hier über 200 Tonnen drin. Das ist eigentlich genug. Hier wird auch irgendwie kein Gebäude gebaut. Ganz komisch. So, jetzt lassen wir nochmal laufen. Gucken, ob der Unterhalt jetzt ein bisschen besser wird. Wir sind bei 55% Nahrung und Wasser. Wir haben doch genug Nahrung. Ach gut, das liegt wahrscheinlich mit daran, dass wir hier... Wir können hier aber auch niemanden zuweisen. Das ist echt gerade extrem nervig. So, wir müssen jetzt erstmal gerade gucken, dass wir irgendwoher ein paar Arbeiter kriegen. Die wir irgendwie auf arbeitslos jetzt packen können. So, Bergarbeiter. Da nehmen wir jetzt erstmal ein paar Bergarbeiter weg. Wir haben einen Haufen Geld, einen Haufen Steine. So, hier sind 5 drin. Die machen wir jetzt erstmal 3 arbeitslos. So, zack. Hier unten sind auch welche, ne? Auch 5. Nehmen wir auch mal einen weg. Ich will nicht zu viele wegnehmen, weil am Ende kriegen wir dann das Problem, dass wir hier völlig... dass wir wieder zu wenig Steine haben. So, jetzt wird hier erstmal in das Lager einer reingepackt. So, 3 Stück. 4 Stück. Jetzt wird hier erstmal Essen gelagert. So, zack. Brot. Ne, Käse nicht. Brot, Fisch. So, alles klar. Wird auch alles hier verkauft, ne? Ja, Fisch, Beeren und Brot. Alles klar. Kleidung können wir da nicht reinpacken. Wobei das hier... Ach ja, stimmt. Hier haben wir nämlich nur Brot drin gelagert. So. Das sollte jetzt damit geklärt sein. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie sieht das hier aus? Hier ist kein Lager, ne? Das nächste Lager ist hier. Und da haben die natürlich unheimlich weit zu... Ne, hier ist das nächste Lager. Aber hier ist davon gar nichts drin. Sprich, wir müssen hier ein Lager hinbauen. So, Speicher. Speicher hinsetzen wir dahin. Können wir aber nicht bauen, wenn wir kein Geld haben. Jetzt sind wir schon bei 206 minus. Wir müssen das jetzt hier mal laufen lassen. Wir müssen verkaufen. Gucken wir mal, was wir verkauft bekommen. Oder was wir verkaufen können. So, mal schauen. Was haben wir denn? Davon haben wir zu wenig. Milch könnte. Steine. So, wir gucken mal. Möchte kaufen. Werkzeug. Werkzeug haben wir eigentlich gut. Was am Start? Da könnten wir was von verkaufen. Werkzeug. Hier. 100. So. Genau, alles klar. So, dann, er will was kaufen. Er will Steinblöcke kaufen, das geht leider nicht. Da haben wir nicht genug von im Moment. Bretter. Bretter können wir verkaufen. Ich muss aus diesen Miesen rauskommen, habe ich gar nicht gesehen. Bretter, Bretter, wo sind hier Bretter? Verkaufen. 100. Genau, verkaufen, alles klar. So, und der letzte, was will er? Fisch, das geht, doch, das ginge wahrscheinlich auch. Klamotten, das geht nicht, aber Fisch können wir ein bisschen verkaufen. So, ach nee, wir kaufen das ein. So, Moment, das machen wir mal alles weg hier. Wir müssen die Nahrung selber produzieren. So, wir machen hier mal 100. Und da machen wir gar nichts. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir da jetzt schnellstmöglichst wieder rauskommen. So, hier muss der Speicher auf jeden Fall produziert werden. Das müssen wir auch jetzt sofort machen, weil jetzt gleich haben wir nämlich kein Geld mehr. So, das müssen wir auch priorisieren. Damit das Ding fertig wird, damit hier die Nahrungsquelle abgedeckt ist, hier die Nahrungsquelle abgedeckt ist. Wobei hier auch nicht genug ankommt. Also ich verstehe es aber auch nicht, ne? So, Beeren, Fisch, Brot, Käse. Käse muss hier gar nicht rein. Wir packen hier mal noch Beeren mit dazu. Fisch, Beeren, Brot. Fisch haben wir doch auch jede Menge. Warum kommt hier denn so wenig Fisch nur an? Hier sind doch so viele Fischerhütten. Wird das so stark eingenommen alles? Das wäre echt ein krasses Ding, ey. So, hier brauchen wir auch keinen Käse. Hier packen wir mal Fisch noch mit dazu. So. Ja, liebe Leute. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, hier packen wir auf jeden Fall mehr Wolle hin. Erstmal. Wolle ist hier. Und Wolle ist hier. So, zack. Genau, 15 Tonnen, sehr gut, 0, das ist im Moment halt so. Ich hoffe, dass wir hier wieder rauskommen, weil, wie gesagt, wir verlieren sonst immer mehr Geld.
Genau, also hier sind auf jeden Fall jetzt alle Sachen vorhanden. Hier müssen wir jetzt gleich nur gucken, dass wir hier Lebensmittel reinbekommen. So ganz verstehen tue ich es gerade nicht. Also, dass Nahrungsmangel herrscht, liegt wahrscheinlich daran, dass Laufwege zu weit sind. Aber wenn wir sehen, wir haben 165 Beeren, 131 Tonnen davon, davon, davon. Also, wir haben ja eigentlich genug von allem da. Kann ich mir gerade nicht erklären. Auch hier, Wildschwein haben wir auch genug. Kann ich mir gerade beim besten Willen so nicht erklären, warum hier überall eine Nahrungsknappheit herrscht. Das kann eigentlich. Hier, der ist zum Beispiel sehr gut ausgestattet. 10 Tonnen, 42, 50 Beeren. Das ist eigentlich soweit gut, bis auf das Problem mit dem. Genau, hier werden auch Brot, Fisch und Dingens gelagert. Packen wir hier mal noch. Was wird hier als erstes verkauft? Nee, den Markt will ich haben. Fisch, okay. Packen wir hier mal noch Fisch mit dazu, damit wir da eine gute Lagerkapazität von haben. So, das Ding ist jetzt gleich fertig. Hier unten direkt am Markt, ja, Beeren, Fisch und bla. Hier packen wir dann als oberstes mal Beeren hin und als zweites den Fisch, dass der Fisch nicht überall als erstes verkauft wird. Gut, hier ist natürlich ein kleines Problemchen, weil die haben ein bisschen längere Laufwege. Kann ich aber gerade nichts dran ändern. So, hier kriegen wir keinen rein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein wenig. So, wir kommen auf jeden Fall der Nullerbilanz näher. Das ist schon mal gut. So, jetzt brauche ich aber noch irgendwo eine Arbeitskraft. Hier sind noch zwei drin. So, packen wir die mal hier mit rein. Warum ich den letzten da nicht mitpacken kann, weiß ich gerade nicht. So, was wird hier als erstes verkauft? Fisch. Überall immer dieser Fisch, ne? So, wir packen hier als oberstes mal Brot hin. Und hier den Fisch hin, dann ist das nämlich, wenn das wie gesagt tatsächlich ein Bug ist, dann müssen wir da gucken, dass wir da irgendwie Abhilfe schaffen oder zumindest eine Balance herstellen. Fisch und nochmal Brot. Ne, Brot. So, zack. So, jetzt hoffen wir, dass das hier besser funktioniert, dass hier auch schneller Sachen besser verkauft werden. Weil wie gesagt, die Ressourcen sind ja grundlegend da. Das Problem ist nur, wir haben wahrscheinlich viel zu lange Laufwege bisher gehabt, damit, weil das Zeug einfach nicht schnell genug dort ankommt. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall immer noch zwei Arbeitslose. Einer hockt hier drin. Das ist ein Wohnhaus. Hoffe ich gerade aber selber nicht. Gut. So, Leute, wir sind bei 43 Minuten. Ich muss hier einen Cut machen. Aber ihr seht, wir kommen der Sache näher. Also es läuft. Wir kommen wieder Richtung Null, weil wir einfach die Laufwege jetzt verkürzt haben. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich raff aber immer, wir müssen diese zwei Arbeitslosen irgendwie noch unterbringen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier so weiterkommen. Hier so auf jeden Fall stapelt sich jetzt auch die Milch. Oder was ist das hier? Nee, Moment, das dürfte Wolle sein. Ja, genau, Wolle, genau. Jetzt wird Stoff hier produziert. Sehr gut. Das läuft. Wird hier auch Wolle eingelagert im Lager? Wolle neu. Ah, genau. Jetzt haben wir hier jede Menge Wolle. Alles klar, läuft. Also das klamottenmäßig sollten wir jetzt auch bald in eine Richtung kommen, wo wir hier besser mit wirtschaften können. So, wie sieht es hier aus? Wolle, Wolle, Wolle. Es sind noch vier Träger. Wir könnten hier mal zwei Träger rausnehmen, weil die müssen ja nur Wolle. Wieso kommen die nicht? Verstehe ich nicht. Fertigstellen, zugewiesen. Verstehe ich nicht. Müssen wir uns das nächste Mal angucken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Aber ich wollte eh es am Wochenende noch weiter aufnehmen. So. Gut, wir machen hier mal eine Pause. Speichern nochmal. Ja. Gut, also. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir aus den Miesen rauskommen. Es ist schon wieder hochgegangen. Ich weiß gerade nicht warum. Das kann jetzt natürlich auch an einem Monatsanfang, Ende liegen. Weiß ich gerade nicht. Müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall Nahrung genug. 42 Tonnen Brot, 140 Fisch, 211 Beeren. Das sind Sachen, die müssen einfach nur schneller zum Markt kommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt schneller schaffen. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Bleibt auf jeden Fall am Ball und bleibt mir erhalten, ne? Ich danke euch auf jeden Fall für euren massigen Support die letzten Wochen. Es sind ja wieder einige Zuschauer dazugekommen. Euch ein herzliches Willkommen bei mir auf dem Kanal. Anfang Februar kommen zwei neue Let's Plays an den Start. Vielleicht für den einen oder anderen auch was dabei. Einfach mal reinschauen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hier in einem anderen Video. Sei euch überlassen. Bleibt gesund, ne? Verbringt die Zeit sinnvoll. Haut rein. Ciao.